Was? Live-Modus? Im Live-Modus können deine Sims essen, schlafen, plaudern und ihr Leben leben. Unter deiner Kontrolle natürlich. Möchtest du das Live-Modus-Tutorial aufrufen? Nein. Da weiß ich, wie das geht. Willkommen zurück zu The Sims 4. Hier bei den Lightnings und. Boah, ist die Kamera echt so? Ich kann die Kamera nicht bewegen. Ein Moment. Was zum. Das Spiel ist ja mega laggy. Einen Moment mal eben bitte. Auflösung passt aber alles. Ach so, ja, gut. Vielleicht liegt es daran. Mittel wäre vielleicht mal angebracht. Einige der. Einige. Oder einige jetzt oder alle? Ja, ich würde dann schon eher fast sagen alle. Ja, der Grund, warum jetzt hier die Qualität so hochgestellt war und mir ein Tutorial angeboten wurde, ist, ich habe ja jetzt einen PC und ja, da natürlich auch Sims ganz normal installiert und die Speicherdaten, die Saves kopiert, damit wir auch hier mit den Lightnings spielen können. Aber jetzt muss ich leider noch einmal das Spiel neu starten. Und ja, deswegen bis gleich. Geht alles wieder? Kann ich? Geht es? So ganz flüssig ist es ja noch nicht, ne? Moment. Die Kameraeinstellungen sind ja falsch. Die Sims 3 Kamera und scrollen am Rand möchte ich nicht. Dankeschön. Ah. Wie war das mit dem Drehen? Ach ja, stimmt, Mausrad. Ich habe schon lange kein Sims mehr gespielt. Bestimmt jetzt seit. Boah, lass mich lügen. 3 Wochen? Also eine auf jeden Fall. 2 auf jeden Fall. Weil ich ja vorproduziert hatte. Naja, aber jetzt darf ich auch euch herzlich begrüßen zurück bei den Sims 4. Und Lilly muss Pipi machen. Was tut sie denn gerade? Sie geht schlafen. Na gut, dann darfst du doch auch ruhig deine Windel benutzen. Wie, was, wo, wie, hä? Was machst du da? Mädchen, was soll das? Ich dachte. Donnerstag, 7 Uhr. Moment, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Haha. Was ist das denn jetzt hier? Rex Tracks. Wieso hat sie das im Inventar? Du setzt dich jetzt erstmal hier auf dein Bett. Machst deine Hausaufgaben. Woher hat sie das? Moment, ich tue das mal ganz eben kurz hier hinlegen. Und dann. Wieso habe ich hier keine Wände? Alles klar. Gut, ich schätze mal, dass sie das da her hatte. Und wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Ich brauche es nicht. So, was macht ihr denn? Die unterhalten sich ein bisschen. Ja, ist doch schön. Die benehmen sich hier wenigstens. Ja, die liebe ich auch. Ich glaube, er hat zugenommen.
Umu, Watso, Watso, Hish, Balafoy, Camus, Awavine, Awavine, Floopy, Fibwini, Dopsu. Die will sich scheiden lassen? Bruna. Warum will die sich denn scheiden lassen? Was soll das denn? Was tut sie? Ich hab dich extra in dein Zimmer geschickt. Nein. Ey, nein. Nein, Alex, das geht nicht. Nein. Schon zum zweiten Mal. Mädchen, hör auf. Mädchen. Ey, ich sag dir, ich werde bei dir echt noch ungemütlich. Aber so richtig ungemütlich werde ich bei der. Was hat die denn von Lilly? Oder mit Lilly? Ich meine, der Grundgedanke ist ja süß. Aber... Nein, das geht nicht. Alex, das geht nicht. Ich hab dich schon extra in dein Zimmer geschickt. Und du hörst nicht. Nicht mit mir. Wenn du jetzt aufstehst, ne? Wenn du in Lillys Zimmer gehst. Jetzt reicht's. Alex, jetzt reicht's mir. Es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Einen Moment bitte. Alex, es tut mir wirklich leid, aber du lässt mir keine andere Wahl. Nein, du nicht. Du darfst dann nicht mehr rein. Das geht nicht. Max und Michelle dürfen rein, aber Alex nicht mehr. Das ist nicht normales Verhalten. Ich weiß, vielleicht pubertierende Phase, aber eigentlich gibt es die ja hier gar nicht. Von daher, eine Stunde hast du jetzt rumgetrödelt. Eine Stunde. Dafür machst du noch gleichzeitig deine Zusatzaufgaben. Das ist mir egal. Also so langsam ist sie halt echt... Sie wird verdammt, verdammt komisch. Tom Nova möchte vorbeikommen. Und abhängen, ist das in Ordnung? Nein. Brauche ich jetzt nicht. Ist okay. So, und du sollst jetzt hier bitte mal arbeiten. Also dieser Haushalt, der macht... Also der war anfangs echt schön zu spielen. Aber seit dem neuen Haus... Und seitdem Lilly da ist... Dreht Alex komplett durch. Die macht, was sie will. Und ich habe die Selbstständigkeit komplett ausgestellt. Ich weiß gar nicht, woher sie diesen Wille, in Lillys Zimmer zu gehen, nimmt. Das weiß ich ja nicht mal. Ich kann es mir echt nicht erklären. So, Moment, ich muss mal kurz meine Kopfhörer richtig aufsetzen. Moment. So. Und du, hast du nicht irgendwas zu tun? So grundsätzlich? Ich muss zugeben, ich habe auch eigentlich kaum Lust, jetzt gerade Sims aufzunehmen. Ich würde viel lieber irgendwas anderes aufnehmen, aber... Naja, ich habe halt ein bisschen was vorproduzieren muss ich halt. Ja, oder andererseits... Vielleicht mache ich auch heute nochmal so ein kleines Röntchen. Einfach mal, um es getestet zu haben auf dem PC. Vielleicht, wahrscheinlich. So, was macht sie denn dann?
Ein bisschen lesen kann sie ja. Seraphie, Kalu, Piso Ebrebani. Ja, jetzt red nicht über Frauen ohne Arme, sondern leg los. Sie setzt sich da wenigstens ganz normal hin, ne? Aber nicht wie Alex hier auf Lillys Schoß. Lernt sie davon noch was? Schön. Und du? Ich bin jetzt sauer auf dich. Ach, das wurde jetzt auch mal klar. Ja, ist ja schön. Eingesehen, dass du nicht gerade der Unschuldsengel bist. Was willst denn du? Über Lieblingsband reden. Nee, ich verbiete dir allen möglichen Kontakt mit anderen Sims. Komplett, du hast Hausarrest. Du hast jetzt Hausarrest. In der Schule, da kannst du deinen Sozialpegel ein bisschen erhöhen. Das verbiete ich dir nicht. Allgemeine Sozialität, aber so an sich, nein, Maddie darf hier nicht mehr hinkommen. Fürs Erste, bis du dich gebessert hast. Strenge Maßnahmen. Level 7 der Mixing-Fähigkeit. Handy. Boah, geil. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Handy-App fertig. Gib einen Namen für diese neue Handy-App ein. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Handy-App. Es ist ja eine Handy-App. Es ist ja kein Videospiel. Also muss es ja nicht. Eine App ist eine App. Ob es jetzt endlich ein Spiel ist oder sonst was. Ja, wie wäre es denn mal mit What's? Also sowas halt wie WhatsApp, ne? What's? Wie wird das denn geschrieben? So wird WhatsApp normalerweise geschrieben, ne? WhatsApp. What's Sims. Ups, What Sims. Oder ist das... Passt das? Ich könnte ja auch... Ja, es ist ja eine Handy-App. Sonst würde ich sowas wie SimSpeak nehmen oder... Oder SimCord. Oder wir bleiben halt bei den Spiel... Oh, Moment mal eben. Da ist der Windows nicht am Stromkabel befestigt, sodass er wieder auf Akku läuft, sodass mir gleich wieder die Aufnahme abschmiert. Kotze ich aber im Strahl. Eine Handy-App, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt gerade wirklich nicht. Was könnte man denn da mal nehmen? Welche Apps benutze ich denn so momentan? Moment, es ist ja gerade... Nee, diese Folge kommt... Ja, eine Woche nach Neujahr. Also heute ist für mich auch schon Neujahr. Also relativ aktuell. Es geht. Es ist... Diese Folge müsste am... An einem Montag kommen. Montag, den 8. Januar. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte. Was passiert denn jetzt, wenn ich... auf Abbrechen gehe? Ich will es nicht ausprobieren. Ich will es halt wirklich nicht ausprobieren. Ich bleibe jetzt dabei. What's... Ich will das erst nicht klein groß schreiben. What's... Hallo. What's Sims? Mein Gott. Ist halt kein schöner Name, meine Güte. Swibbit. Gut. Ja, Swibbit. Gut. Was möchtest du? Mit Lilly über den Tag reden kann. Kann sie das schon? Okay. Also irgendwas stimmt hier mit der Wand nicht. Die taucht auf und verschwindet wieder. Das ist ganz komisch. So, dann gehst du bitte auch mal duschen, weil der Pegel hier ist jetzt nicht so bezaubernd. Und danach kannst du ja noch ein bisschen, weil du ja noch Energie hast, ein bisschen mal Sims Go spielen und dann... legst du dich auch in die Falle. Ah,
Michelle bleibt noch ein bisschen wach. Hausaufgaben fertig. Ja. Für dich vielleicht. Aber nicht für mich. Zusatzaufgaben machen. Ich sagte Zusatzaufgaben machen. Gut. Immer muss man laut werden hier bei der. Also das Verhältnis zwischen mir und Alex ist momentan echt nicht. Ja. So gut. Ich wollte jetzt irgendein Fachwort benutzen, aber. Jetzt lacht die mich auch noch aus! Weil ich kein Fachwort gefunden habe. Jetzt reicht's. Jetzt nehme ich, weißt du was? Jetzt mobbe ich dich. Die schlimmste Visage. Aber sie ist ja nur am Lachen. Gottes Willen. Weißt du was? Ich glaube, ich brauche mal hier ein bisschen gute Laune. Pop. Wo ist Pop? Warum ist das so leise? Geht doch. Moment mal. Gut. Lilly? Schätzchen. Was los? Albtraum gehabt. Lilly hatte einen schlimmen Albtraum. Ein bisschen Trost sollte reichen, um wieder einschlafen zu können. Schätzchen! Trost, loben. Wie kann ich denn loben? Ach, muss ich das von ihr aus machen? Sehr traurig. Buch bitte. Über LKW reden. Unfug reden. Baden bitte. Knuddeln. Nachtisch bitte. Spielen. Aber Trost ist ja jetzt hier so nicht. Zuschauen. Umarmen. Los, beweg dich. Oh, sie kommt. Lilly. Albtraum gehabt. Das Spiel hat keine Box. Oh, wie putzig. Das ist doch echt putzig. Trösten bitte. Oh. Jiva. Oh. Das ist doch echt süß. Und der Sound der Emotionen ist wieder an. Lass ich jetzt auch mal an. Wie süß. Aber Lilly, jetzt musst du wieder schlafen. Es ist 11 Uhr. Schlafenszeit. Nee, von Alex mache ich gar nichts mehr. Gute Nachtgeschichte, bitte schlafen. Sie ist ein großes Mädchen, sie kann das alleine. Sie kann sich wahrscheinlich auch alleine auf die Nase legen. So, du liest jetzt da weiter dein Buch. Ein Hauch Limette, Puppette. Der zockt schon wieder im Überfluss, ab ins Bett. Ist genug gesuchtet. Ja. Zusatzprüfung abgeschlossen. So ins Inventar legen. Oder im Inventar platzieren. Ja, gut, dann gehst du jetzt aufs Klo und dann ab ins Bett. Mir egal. Du gehst vorher noch duschen. Stinkst. Dann ab in die Falle. Also das Spiel macht es mir gerade echt nicht leicht, Spaß beim Aufnehmen zu haben.
Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So. Ruhe. Kinder schlafen jetzt. Ja, die Kinder schlafen. Falls du das nicht kennst, das ist ein normaler Prozess in deinem Leben. Das Ganze nennt sich Schlaf. Was zum... wieso? Ach, sie hat jetzt... Okay, alles klar. Alles klärchen, Pobärchen. Wie kann ich das denn... Nein! Ja gut, sie setzt sich wenigstens nicht aufs Kind. BZW, es ist die Mutter, ne? Und nicht die Pädophil-Schwester. Ist das jetzt das richtige Objekt? Ja. Könnten wir das Licht hier nicht mal ein bisschen dämmen? Die kann doch so nicht schlafen. Obwohl, wenn die Mutter da daneben sitzt. Ja, aber wie gesagt, sie setzt sich halt nicht aufs schlafende Kind. Oh, jetzt hat man gerade gesehen, dass ich das Ganze hier auf einem Mac spiele. Huh. Ja, ja. Croissant. Ja, schieb dir dein Croissant. Oder was auch immer. Duschen. Und hallo? Ach, jetzt geht die mit dem Buch kacken. Ich glaube, es geht los. Ja, hier Reste nehmen. Mehr kriegst du nicht. Und dann... Nee, dann will ich erst noch, dass sie den Teller abräumen. Wenn ich ihr sage, dass sie jetzt baden... Ach, schlafen gehen soll, dann räumt sie am Ende noch nicht den Teller auf. Muss alles neu machen. Jetzt geht die mit dem Buch kacken. Ich krr. Ist ja ekelhaft. Na los? Ja. Auf den Boden. Wenn man sonst ja nichts Besseres zu tun hat. Ja, ja. Oh. Also wie gesagt, das Spiel macht es mir gerade echt nicht einfach. Was sind nur noch 9 Minuten? Nee, gar nicht wahr. Nee, gar nicht wahr. Okay. Schlecht animiert. Beziehungsweise, ja. Was macht der denn da hinten? Träumt er von der anderen Frau oder was? Wo geht der denn? Ich will nicht wissen, durch welche Öffnung das kam. Und wie kann man davon satt werden? Okay, inspiriert. Ein Gourmet-Menü zu bereiten. Ist denn überhaupt noch was da? Stimmt, hat sie gar nicht mal so unrecht. Öffnen. Ach! Sie muss kochen! Na gut, dann hau mal rein hier. Gourmet-Menü. Was haben wir denn hier? Fähigkeiten. Preis. Ach du, der Preis. Das ist mir letztendlich egal. Wir haben genug. Was könnte man denn nochmal machen? Knoblauchnudeln. Achso. Nimmst du gefälligst deinen Teller mit?
Ja klar, wer tut denn noch eine Tasse in den Kühlschrank? Ich hab nicht mal drauf gedrückt, ne? Woo! Aber die Sims sind jetzt schlau genug. Die Sims sind jetzt schlau genug und gehen hier ins Waschbecken. Können. Aber dafür gibt's Dinge, da sind sie noch viel behinderter. Ja, wenn du den Wasserhahn triffst und nass wirst, ne, gönn ich's dir. Das gönn ich dir dann richtig, richtig hart. Ja, dann geht die ins Badezimmer, um... Ich glaube... Oh, oh my gosh. Ja, ich muss gleich mal was machen. Ah. Du nimmst jetzt kein bisschen was davon. So, du gehst jetzt pennen. Warte, was für eine Qualität war das? Ausgezeichnet, okay. Gut, dann... Ich weiß, wie der Baumodus funktioniert. Nach 100 Folgen Sims weiß ich, wie der Baumodus funktioniert. Keine Sorge. Gut, wir drehen jetzt hier einmal die Theken um. Vielleicht kann sie ja dann... Hallo. Nein, es war doch gerade richtig, so. Hallo, so. Na. So. Wieso kann ich... Hallo. So. Also, ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber gut. Mich juckt's nicht, deshalb... Tag, naja, gut. Also wenn man jetzt hier so auf Tag stellt und die Lichter sind aus, dann muss man ja ganz ehrlich sagen, Fenster sind jetzt hier... Ach so, da leuchtet es. Ich dachte gerade, was... Hallo, was ist das jetzt hier? Roh. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen... bedanke ich mich schon einmal im Voraus fürs Zuschauen. Ihm gönne ich jetzt hier noch was zu essen. Und dann darf er sich da hinsetzen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser kurzen Aufnahme, wo ich dann einen Tag länger Sims-Folgen produziert habe. Für einen Tag. Was überhaupt nichts bringt. Aber gut. Ich bin auch gerade nicht so im Sims-Fieber, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mir machen da im Moment andere Spiele mehr Spaß. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal zu Die Sims 4. Bis dahin und ciao. Sauber und Wuda, nu aber nu. Rene, ihr Kompa, Kupa, Tillaboo. Jai, Dauser, Suva, aber Lu.